Hallo YouTube, hallo Zocker, herzlich willkommen hier zurück in Freistadt. Wir zocken hier gemeinsam wieder ein bisschen, um die Stadtgröße hoffentlich wieder zu vergrößern. Monsterstaus haben wir zum Glück keine mehr. Hier läuft der Verkehr, da läuft der Verkehr, dort läuft der Verkehr, hier läuft der Verkehr, überall läuft der Verkehr. Wow. Ich bin überrascht, wie gut hier der Verkehr läuft. Na, hier staut sich's ein bisschen. Ja. Also mal wieder mit Vorfahrtsregeln kämpfen, aber das passt schon. So, hier läuft der Verkehr, da läuft der Verkehr, auch hier läuft der Verkehr. Ich bin überrascht, dass hier der Verkehr läuft. Alter Schwede, hier haben wir auch einigermaßen Verkehr. Das ist ja gut. Ich bin stolz. Es läuft. So, hier haben wir ein paar Überfälle. Das ist nicht gut. Die beklagen sich alle über kriminelle Aktivitäten. Die Kriminalitätsrate hier oben ist ein bisschen hoch. Was können wir dagegen tun? Wir können eine Polizeistation bauen. Aber eigentlich haben wir eine Polizeistation in der Nähe. Wir müssen irgendwas machen, damit wir hier den Laden wieder in den Griff kriegen. Das geht so nicht. Warum fahren die nicht hier runter? Das muss ich nicht verstehen. Ja komm, wir setzen hier die Polizei hin. Die sozusagen nur zuständig ist hier fürs Gewerbegebiet. Apropos Gewerbegebiet. Wir haben hier natürlich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Gewerbe anzusiedeln. Sehe ich gerade und finde ich eigentlich auch super cool. So, dann können wir hier hinten nämlich auch noch schön, zack, zack, Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Hier können wir noch Gewerbe. Ach nee, Quatsch, hier wollte ich kein Gewerbe wegen den Straßen, ne? Da hatte ich gesagt, wenn ich hier Gewerbe hinmache wegen Straßen, ist gefährlich. Machen wir hier den mal wieder weg, weil sonst liefern die hier an. Und wenn die hier anliefern, sieht das so aus. Und wenn die hier anliefern, dann halten die den Verkehr auf. So, die laufen mittlerweile alle hier über die Brücke, also man sieht hier einen regen Austausch wie Ameisen. Latschen die hier über die Brücke, es wuselt nur noch. Unser Gewerbegebiet läuft und seit wir hier die Polizei haben, gehen auch langsam hier die Kriminalitätsratenmeinungen zurück und das Gewerbe wird kräftig ausgebaut. Supi, läuft. Stau! Da läuft's nicht mehr. Na gut, ist nur eine kurze. Können wir vernachlässigen, sind Müllautos. Die sind schuld. Wir arbeiten dran, dass wir die Müllautos loswerden. Warum fahren die eigentlich von da unten irgendwo anders hin? Die sollen da nicht wegfahren. Meine Fresse, bleibt einfach da, wo ihr seid. Nein, sie müssen wieder durch die ganze Stadt fahren, die Müllautos. Gut, was haben wir heute vor? Ich weiß es noch nicht genau. Büros werden nachgefragt. Ich bin jetzt gerade am Kämpfen so ein ganz klein bisschen. Ich will hier unten eigentlich nicht noch 1000 Büros drunter setzen. Ich würde gern so auf der Stufe hier nochmal so eine schöne breite Straße machen, die irgendwie hier vorführt und da vielleicht nochmal auf die Autobahn geht. Vielleicht sollten wir hier unten einfach das Land kaufen. Können wir auch machen. Dann können wir einfach hier unten eine Straße bauen, die hier mit in das Autobahnkreuz reingeht. Ach, nichts Genaues weiß man nicht. Wir gucken mal, was können wir denn überhaupt kaufen? Wir können hier unten kaufen, wir können hier oben kaufen, wir können da kaufen. Hier ist irgendwie Öl. Wäre auch mal interessant. Hier oben ist Öl. Aber hier haben wir, glaube ich, Landwirtschaft. Landwirtschaft verbraucht aber mehr Wasser. Es ist schwierig. Welches Land kauft man? Hier hinten könnten wir kaufen. Dann könnten wir hier weiter Industriegebiete. Aber das gibt da eine längliche Stadt. Ich würde die gerne hier unten reinbauen. Schon blöd, dass wir das hier so gekauft haben, aber wir haben das gebraucht wegen Strom und ich wollte hier einen Staudamm hinbauen, das ging ja leider nicht. Boah, critical. Wir können doch einfach hier die Straße weiter durchziehen, wenn wir das hier kaufen, wir könnten hier unten alles besiedeln mit Wohnungen und Büros.
Ah, ich glaube, das hier unten zu kaufen ist nichts Verkehrteste. 11.000 wollen die dafür. Und wir können dann auch nicht weiter. Krasse Show. So, hier wird's Wasser kräftig verseucht durch diese komischen Dinger hier. Bin ich am Überlegen, ob wir hier unten Kläranlagen hinmachen sollen. Das ist nämlich auch so eine Frage. Aber so eine Kläranlage, die ist schweineteuer. Ja, und die macht unverhältnismäßig mehr. Also ich meine, die Verschmutzung ist ja kein richtiges Problem für uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das Wasser, das fließt dorthin, wo es uns nicht juckt. Ja, also noch nicht mal hier an den Strand läuft es ran. Das heißt, selbst wenn wir hier bauen würden, hätten die sauberes Wasser, weil das die Strömung, die praktisch den Dreck in der Mitte hier entlang führt. Und hier ist auch frei von Schmutz. Also im Prinzip haben wir nur hier Schmutz und das ist doch eigentlich... Da oben haben wir jede Menge Frischwasser. Da stellt man sich schon mal die Frage, müssten wir das überhaupt ändern? Wir können weiterhin den Abwasser einfach da reinpumpen. Wurscht. Naja, schauen wir mal. Was machen wir? Nachfrage nach Büros. Nachfrage nach Büros ist immer so eine Geschichte. Bauen wir noch Büros. Komm, bauen wir noch Büros. Was soll's? Also die haben ja Nachfrage nach Industrie. Ich will nur keine weitere Industrie bauen. Ich will lieber Büros bauen. Ja, Büros sind sauber. Sind Hightech-Arbeitsplätze. Sind mir ein bisschen lieber. Gebe ich offen zu. Mache nicht so einen Dreck. Darin ist auch ihr Vorteil begründet. Sie machen einfach nicht so viel Dreck. So, hier könnten wir auch noch Büros bauen, sehe ich gerade. Aber wir lassen jetzt erstmal da unten entstehen, hoffe ich. Bin mal gespannt, wie das hier auf den Industriebalken wirkt. Haben wir eigentlich schon Wohngebiete vergeben? Ist das euer Ernst? Wir haben keine... Wir haben keine Wohngebiete markiert? Überhaupt keine? Schlechter Scherz, oder? Es gibt da übrigens einen Trick, weil ich es gerade sehe. Wir machen das gerade nochmal weg. Es gibt da übrigens einen Trick. Ich kann hier einklinken auf der Straße. Und wenn ich mich nicht selten dämlich anstelle, was ich gerade tue, kann ich sogar einigermaßen gerade Linien ziehen. Dann kann ich sagen, ich habe hier ein, keine Ahnung, das ist auch wieder toll. Kann ich sagen, ich habe hier ein Wohngebiet. Und das hat am meisten sogar noch einigermaßen... Nein, ich will nicht ein anderes Wohngebiet da in der Mitte. Mein Gott, ey, da, ich habe mit dem Tool aber auch immer wieder zu kämpfen. Weil ich... immer neu Ansatz, anstatt mal durchzuziehen. So. So, ein Wohnviertel, zwei Wohnviertel. Machen wir das hier noch zu einem Wohnviertel. Ach, nehmen wir das hier vorne noch mit, komm, was soll's. So, und da vorne, das ist Büroviertel. Kleines Büroviertel, das müssen wir gleich noch ein bisschen besser machen. Machen wir hier noch ein Büroviertel. Dann machen wir hier unser Gewerbegebiet. Das Gewerbegebiet 1 und das angeschlossene Gewerbegebiet 1,5. Dann haben wir hier oben haben wir jede Menge Industrie. Industrie. Und hier unten haben wir natürlich jede Menge Industrie. Ganz, ganz viel Industrie. Mit Müllverbrennungsindustrie und alles drum und dran Industrie. So. Und das hier, das sind die städtischen Müllentsorgungsbetriebe. Und die Strombetriebe. So. Das hier noch hier runter.
Das hier ist alles ein Gebiet. Wir hatten noch keine Gebiete markiert. Echt jetzt? Ich hatte die alle gelöscht, ne? So, Stadtviertel, Richtlinien, Recycling. Können wir ein bisschen einsparen. Nein, das ist falsch. Das wollen wir machen. Und Rauchmelder wollen wir hier verbreiten. So, das ist hier. In Bedford District machen wir das gleiche. Wir machen die Parks, wir machen Rauchmelder. Hier oben das gleiche. Wir machen die Parks und wir machen Rauchmelder. So, die Jungs hier, die kriegen Scheiß auf Recycling. Die kriegen nur Rauchmelder. Das, falls es brennt, ja. Die brauchen auch kein Recycling. Die sind Recycling. Und die kriegen auch Rauchmelder. Könnt ihr mal brennen dort. So, die Jungs hier, die kriegen auch mal Rauchmelder. Die auch Rauchmelder. Ganz schön viele Stadtviertel mag ich gerade. Aqua Rauchmelder. So, jede Menge Stadtviertel. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier, dass es auch schön ist. Nehmen wir mal ein feineres Tool, da können wir ein bisschen besser, können wir zum Beispiel sagen, gerade, ja. Die Straße gehört nicht hier dazu. Warum gehört diese Straße prinzipiell nie zu einem Wohngebiet? Die gehört deshalb nicht dazu, weil wir da nicht LKWs verbieten wollen im Zweifelsfall. Und das könnte passieren, dass wir da LKWs verbieten. Hier vorne eher weniger. Das passt schon, das passt schon. So, hier. Da müssen wir ansetzen. Da müssen wir mal ganz gewaltig ansetzen. Da haben wir nämlich hier noch Wohngebäude, die dummerweise in diesem Bürokonflikt, diesem Bürogebiet mit drin sind. Ja, ich bin in einem permanenten Konflikt mit mir selbst, was das Bauen hier angeht. Wie gesagt, man kann das Ganze auch in schön machen, aber super. Wir machen es nicht in schön, wir machen es in funktionell. Ich bin schon wieder da rein. Funktioniert das denn nicht hier? Weil die Straße schräg angeordnet ist, funktioniert es nicht so gescheit. Normalerweise kann man das einfach so machen hier. Zack, 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 zack. Und dann wird das alles gerade. So, dann können wir nämlich dieses Stadtgebiet rein theoretisch auch noch für den Schwerlastverkehr sperren und auf der Straße läuft er trotzdem weiter. Brauchen wir aber nicht, weil der Schwerlastverkehr will sowieso nicht dahinter. Kriminalitätsrate auf dem großen Spielplatz ist zu hoch. Wollen nämlich da Kirre machen? Da haben doch hier irgendwo eine Polizei in der Nähe. Wo ist die nächste Polizei? Haben hier oben keine Polizei? Die wollen mich Kirre machen. Jetzt haben wir da Polizei. Haben wir da oben auch keine Feuerwehr? Wir haben da oben auch keine Feuerwehr. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir da oben noch eine Feuerwehr. Macht die natürlich alle noch viel, viel, viel glücklicher. So, jetzt müsste hier auch gleich die Kriminalitätsrate verschwinden. Polizeiauto rückt schon aus. Machen die denn hier? Kriminalitätsrate. Die Kinder und Leute gehen auf den Spielplatz. Und hier ist eine hohe Kriminalitätsrate. Will man gar nicht glauben. Oh, verschwunden. Einkassiert. So, das wertet natürlich jetzt einige Gebäude auf, dass jetzt hier auch Polizei und Feuerwehr in der Nähe sind. Wird alles schon mal Stufe 4. Bing, 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 bing macht's dann.
Gut, die bauen hier hoffentlich weiter Bürogebäude. Wir gucken, dass wir weiterhin hier unten noch ein bisschen Gewerbegebiet anbauen, denn Gewerbe ist schon wichtig. Also es ist nicht so, dass wir kein Gewerbe bräuchten. Wir brauchen Gewerbe, dass die hier Kunden finden, dass die Produkte benötigt werden. Und ich bin am Überlegen, was wir mit dem Gewerbegebiet machen. Ziehen wir es weiter rüber? Ich würde nämlich gern Cross-Move machen. Also ich würde gern Gewerbegebiet hier oben machen, dann würde ich hier gern eine Straße bauen, eine Querstraße. Dann würde ich hier unten gern hier mit Büros weitermachen. In der Mitte Gewerbe bauen und hier drüben Wohngebiete. Also, dass die Büros praktisch am Dreckwasser liegen. Aber Gewerbe zu nah zu machen an Wohngebiete ist auch nicht gut, weil die sind laut. Wenn wir nämlich hier mal reingucken in Lärm, boom. Ihr seht, wenn ich das jetzt praktisch hier direkt dran baue oder da in die Nähe setze, dann habe ich diesen Lärm hier im Wohngebiet. Das will ich ja nicht. Die Straße hier ist schon laut. Die versuche ich ein bisschen leiser zu machen. Indem ich zum Beispiel hier nochmal ein paar Bäume versuche zu setzen. Weil Bäume nehmen Lärm. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich weiß, dass Parks und so Bäume an der Straße, die helfen. Deshalb habe ich da schon Straßen mit Bäumen gebaut. Alter, wie die hier drüber pendeln. Das ist ja der Wahnsinn. Die latschen hier ja alle über die Straße. Das hätte ich ja nie gedacht, dass die diese Fußgängerbrücke so stark hier in Benutzung haben. So, ich versuche jetzt hier bewusst einfach mal ganz viele Bäume zu setzen, in der Hoffnung, damit noch ein bisschen den Lärm einzudämmen, der da hinten herrscht. So, wir gucken jetzt nochmal. Wirkt sich irgendwie nicht so wirklich aus, oder? Dass wir da jetzt Bäume haben. Nimmt irgendwie gerade der Verkehr zu, was ich auch nicht so ganz verstehe. Naja, wie auch immer. So, wir legen jetzt mal hier zu, noch ein bisschen Gewerbegebiet zu. Nehmen wir mal hier dieses tolle Tool. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir schon besser. Die Frage ist nur, müsste ich das Ganze zu einer Einbahnstraße machen, oder? Einbahnstraße? Nö. Ach, keine Ahnung. So, wir lassen es einfach mal so. Ich habe mal was ganz Beklopptes vor. Es sieht einfach nicht schön aus bei mir, wenn ich sowas mache. Ich kann machen, was ich will. Es sieht irgendwie immer sehr skurril aus. So, wir nehmen mal das hier. Ich will hier nochmal was testen. Unglaublich. Ich kann kurvig bauen. Ein Wunder ist geschehen. Ich kann kurvig bauen. Es sieht zwar nicht schön aus, irgendwie, aber ich kann kurvig bauen. Dafür haben die auch den Pinsel hier entwickelt wahrscheinlich, dass man dann diese Wohngebiete auch wirklich noch markieren kann. Weil das ist gar nicht mehr so einfach, die Dinger hier zu markieren, wenn die da so Kraut und Rüben angeordnet sind. Da soll ein neuer Gewerbepark entstehen, ja? Neuer Gewerbepark. Das ist also nicht so ein alter Gewerbepark, sondern ein neuer Gewerbepark. Kann man da überhaupt Wasser liegen? Ich bin da auch gut.
grandios, dieses Wasser Nirvana, was ich hier habe. Ja, neuer Gewerbepark, da baut er sich. Ein bisschen runder, ein bisschen anders, aber das hier, ich hätte das gern so schön als Halbkreis gehabt. Jetzt habe ich das da so ein bisschen, naja, komm. Und diese geschwungene Straße, die hat es auch, also die hat mir angetan. So, bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier alles zuschaut. Warum parken die eigentlich hier? Kann man das mal einer sagen? Warum parken die an der Autobahnabfahrt? Was macht der hier? Fährt nach Hause, hat nur ein bisschen Probleme irgendwie hier mit der Wegfindung. Wir gucken gerade mal. Wir machen mal Aufwerten, Einbahnstraße. Das ist jetzt eine Einbahnstraße. Ja, passt doch. So, Einbahnstraße. Und zwar tutti komplett die Einbahnstraße. Da gibt es tatsächlich Autos, die fahren hier ab und fahren da wieder drauf. Hä? So, hier entstehen neue Gebäude. Äußerst cool. Und da unten die ganzen Besucherströme. Guckt euch mal an, wie die da entlang pilgern. Tausende von Menschen laufen in die Stadt. Wir haben mittlerweile 30.000 Bevölkerung. Wir verdienen ein Schweinegeld, wirklich. Wir haben aber hier auch unsere Probleme. Und um die wollen wir uns jetzt gleich mal richtig kümmern. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Weil ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und diesmal falle ich nicht drauf rein. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Wir brauchen Müllverbrennungsanlagen, wie wir feststellen. Wir produzieren unheimlich viel Müll. Wir könnten vielleicht Recycling anstoßen als generelles Sparprinzip. Vielleicht sollten unsere Industriegebiete auch mal ein bisschen recyceln. Dann kriegen wir vielleicht den Müllhaushalt nochmal in den Griff heute irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. Gewerbegebiete sollen auch mal recyceln. Und die Bürogebiete sollen auch recyceln. So. Bin ich mal gespannt, ob die das gut finden. Und Holly Park wurde ein bisschen erweitert hier unten. Das ist alles Holly Park. Holly Park. Und es läuft. So, hier hinten sind Gebäude abgebrannt. Die reisen wir noch schnell weg. Und dann würde ich auch schon sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch diesmal wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weiterbauen an Freistadt. Der zurzeit noch hässlichsten Stadt des Let's Player Städtebau-Universums. Das wird sich allerdings noch ändern. Nachdem ich ja sehr planvoll hier unten Gebiete dazu erworben habe, sieht man schön, dass das hier so eine richtig schöne... wie heißt das komische Spiel? Tetris Plätzchenbauform gibt, wie unsere Stadt entsteht. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich da so neue Straßenformen, die ich jetzt da auch schön anwenden kann, wie die sich da in Zukunft machen werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch und klickt da beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Nick Frei zockt City Skylines in Freistadt. Bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.